Ich habe so lange Zeit gebetet. Der Priester sagt, ich solle mich entspannen. Wir stehen das schon durch. Apollodoros kommt mit unserem Wein. Es ist nicht alles verloren. Ich komme mit eurem Wein. Mögen eure Tage erfüllt sein. Ja, seht, wer zurückgekehrt ist. Bayek von Siva. Perfekt, dass du uns in Herakleion triffst. Der Stadt des Weins, der Frauen und allem, was ein Magi wie du verlangt. Und verdient. Ah, auf die Königin! Bayek, du kommst genau im rechten Moment. Kleopatra, ich suche immer noch die Mörder meines Sohnes. Der Orden ist neutralisiert. Habe ich für mich gejagt oder für euch? Wir haben noch zwei Namen. Der Orden darf nicht... Und wie viele Namen kommen noch? So viele, wie nötig sind. Ich will meinen Sohn in das Totenreich bringen, wo er hingehört und nicht... Ich schätze euch, Kleopatra. Aber eure Aufträge verführen meine Frau, nicht mich. Was bedeutet dir dein Abzeichen? Hast du's vergessen? Dieses Abzeichen bedeutet euch mehr als mir. Es ist kein einzelner Mann, den wir bekämpfen. Nichts endet einfach. Aya hat verstanden, dass es eine neue Wirklichkeit gibt. Wir sind deine Pharaonen. Du bist ein Magi für ganz Ägypten. Folge uns. Wir haben ein Geschenk. Apropos Magi. Gibt es Neues von Aya? Aya verteidigt immer noch das Meer. Wir erwarten Pompeius und seine Flotte jeden Tag, um uns gegen den Orden zu verbünden und das Land zu verändern. Bei meiner Jagd sah ich vieles, das mich angewidert hat. Unser Land wird auf furchtbare Weise unterdrückt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Orden wieder Fuß fasst. Ja, Bayek. Die zwei neuen Namen, der Schakal und der Skorpion, gehören zum inneren Zirkel unseres Bruders. Wir glauben, dass sie hinter dem Anschlag auf unser Leben stecken. Ein Anschlag auf euer Leben? Durch Phylakis eures Bruders? Schwer zu sagen. Ein Gabinianer, einer von Septimius' Kriegern. Sie bilden eine Miliz mit 2000 Mann. Wir wollten uns mit ihnen verbünden. Mit Septimius? Dieser Römernarr? Er führt sie an? Ja, der Träumer, der sich als wahrer Ägypter ausgibt und doch einen Mann schickt, um uns zu ermorden. Nicht sehr ägyptisch, wenn du uns fragst. Aya glaubt, er arbeitet für den Orden und hat hier einen Stellvertreter namens Venator. Vielleicht ist er der Maskierte, der den Tod meines Sohnes verantwortet. Wurzifer! Verdammt nochmal, tötet mich einfach, ihr Narren! Hier ist ein Geschenk. Er ist im Orden der Ältesten wie Septimius. Er hat an der Villa herumgeschnüffelt. Vielleicht weiß er, wer deinen Sohn getötet hat. Mein Bruder Septimius erschlug deinen Sohn und ich geb einen Scheiß drauf. Dir geb ich drauf scheißen. Ich hab nur die Zwillinge gefickt, Venator. Hast du genug? Ich werde noch mehr aus ihm rausholen. Ich schlage vor, du besuchst das Bordell in der Stadt. Ja. Geh und wühle dich durch Dionysos' Stadt und decke die Verschwörung gegen uns auf. Septimius ist in der Stadt. Sein wichtigster Phylakis ist ein Mann namens Venator. Es gibt Gerüchte, dass er sich gern im Bordell herumtreibt. Ich werde die Stadt säubern.
und für unsere Sicherheit sorgen. Unser Plan ist, diesen Tempel nach uns umzubenennen. Ist die Stadt schon sicher? Ich war beschäftigt und abgelenkt. Es ist eine sehr schöne Gegend. Glück gehabt. Das Bordell genossen? Die Zeit läuft uns davon, wenn wir Septimius schnappen wollen. Ich arbeite dran. Ah, ein wahrer Krieger. Ich gebe Rabatt für... Warte. Du gehörst nicht zu den Gabinianern, oder? Nein. Tue ich nicht. Ich bin ein Magi. Wow. Magi sind früher oft hergekommen, aber jetzt nicht mehr. Für wen arbeitest du? Kleopatra. Ich hörte, sie sei in der Stadt. Ein Magi, der für die Pharaonin arbeitet. Du hast sicher viel Geld. Ich würde gern eure legendären Zwillinge sprechen. Sprechen nennst du das also? Jeder hat seine Vorlieben. Die Zwillinge werden dich was kosten, ob du nun mit ihnen sprichst oder was auch immer, Magi. Mach es dir oben schon mal bequem. Die Zwillinge kommen gleich. Sie haben eine raue Nacht hinter sich, also sprich nicht zu viel mit ihnen, hm? Du wolltest uns sprechen? Ich suche einen Gabinianer namens Venator. Sch, sag diesen Namen nicht. Er ist ein Nekediadet. Ich werde nicht schweigen für dieses Monster. Alle haben Angst vor ihm. Aber du solltest ihn töten. Er wohnt im Norden des großen Platzes. Er wird nirgendwo mehr wohnen, nie wieder. Bei Anubis. Hier war offenbar viel los. Venator arbeitet nicht allein. Hier riecht es wie in einem Sumpf. Zerbrochenes Geschirr. Hier ist irgendetwas faul. Blut an den Wänden. Dieser Venator ist krank. Was habt ihr hier veranstaltet? Zielübungen auf Kleopatra?
Venator bereitet seine Gabinianer auf ein Attentat vor. Lauten, Schminkzeug und Duftöle. Waren hier Straßenmädchen zugange? Und römische Insignien? Komisch. Offenbar sollen seine Männer untertauchen. Weinfässer. Das hier riecht aber nicht nach Wein. Öl in Weinfässern? Genug Öl, um die ganze Stadt niederzubrennen. Bei den Göttern. Ein raffinierter Plan. Einer seiner Männer gibt sich als Frau aus und infiltriert vermutlich den Palast. Getarnt als Weinhändler docken sie an und legen Feuer, um für Panik zu sorgen. Und ein Bogenschütze schaltet die Königin dann aus. Von erhöhter Position. Venator, du bist mehr als einer von Septimius' Hunden. Du hast deine eigenen Marionetten im Orden. Ich muss sie finden, bevor sie zuschlagen. Nein, habe ich nicht. Werdet ihr später auch zur Orgie kommen? Alexus! Das war ein Betrüger. Ein Römer, der die Königin töten wollte. Ich tue euch einen Gefallen. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Können wir zurück ins Bordell? Vergessen wir Kleopatra. Ah, sieh nur. Der Magi. Ein Krieger mehr auf unserer Seite. Ich hoffe, Amun wird uns beistehen.
Ah ja, meine Liebe. Ich habe Bayek! Ah, du riechst nach Meer. Die hohe See hat mich in Beschlag genommen, aber jetzt bin ich dein. Ich bin verwundet, Arya. Beschütze die Königin. Arya, ich bin verwundet. Du musst die Königin schützen. Ich habe es geliebt. Du bist die Königin. Dein Thronsaal wird zu deinem. Wer von euch trägt den Namen Venator? Unser Anführer. Und du wirst nicht mit ihm durchkommen. Oh, bitte. Diese Schläger wären erledigt. Aber Venator noch nicht. Deine Zeit ist um. Ja. Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, befreie dein Kar von dir. Du Scheißkerl, glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Hurra! Meine Krieger hast du bezwungen. Aber mich noch nicht. Zwei Äxte werden nicht reichen. Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Kar von dir. Du Scheißkerl. Glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Hurra! Meine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht! Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Halte einen Platz in der Duat für deinen Bruder Septimius warm. Hey, alter Mann! Oh, bist du verletzt? Nur eine Fleischwunde. Hey. Mir geht's gut. Jetzt tut mir nichts mehr weh. Unser Verstand tobt. Was wir auch tun, man drängt uns immer weiter. Noch ein Versuch, uns auszulöschen. Meine Königin, ruht und erinnert euch... Wir müssen nicht ruhen. Es ist kein Ende dieses Bürgerkriegs in Sicht. Wir brauchen den verfluchten Thron.
Unser Thron verrottet in den Händen unseres Bruders. Lasst Foxy das Schiff vorbereiten. Wir treffen uns mit Pompeius. Unser letzter Ausweg. Ihr zwei geht voran und sagt ihm, dass wir kommen. Ja, meine Königin. Bayek, wenn wir nicht zuerst bei Pompeius sind, dann Septimius. Die Gabinianer haben uns eine Feluke mitgebracht. Nett von ihnen. Septimius ist der Drahtzieher. Er ist der Mann, den wir der Verschlingerin opfern müssen. Was ist mit Potinus? Auch er wird Futter für die Verschlingerin. Dann kehren wir nach Hause zurück. Wir kehren nur in Gesellschaft Kleopatras nach Hause zurück, um den Sivanern zu zeigen, was sich verändert hat. Was wir verändert haben. Wie läuft es auf deiner Triere? Gut. Foxy, das hat mir das Kommando über... Warum lieben wir uns nicht jetzt und hier? In diesem Schiffboot? Nutzen wir diese seltenen gemeinsamen Momente, bevor dein neuer Beruf als Retterin von Ägypten dich mir wieder entreißt. Du machst Witze, aber es ist nicht lustig. Es geht um etwas Großes. Dieses Land befindet sich im Bürgerkrieg, das lässt sich nicht einfach leugnen. Überall herrscht Elend. Ich liebe dich, Aya. Und wir sind Magi. Wir dienen und beschützen, aber wir arbeiten allein. Ich teile deinen Hass auf Ptolemäus. Aber vergiss nicht, Kleopatra ist auch Ptolemäerin. Sie ist nur das Bessere von zwei Übeln. Wir müssen etwas Großem dienen. Welcher großen Sache dienen wir jetzt? Wir sind Eltern. Wir waren Eltern. Ich liebe dich, Bayek von Siva. Aber was wird nur aus dir? Der Tod liegt in der Luft. Ich kann es riechen. Götter, der Nil wird viele Monde lang rot fließen. Osiris hat viel zu tun. Das sind Römer. Keiner von Ptolemäus Mistkerlen? Nein. Eine recht formlose Beseitigung. Ach, Septimius war schneller. Lustig, wie alle großen Männer irgendwann zu Wurmfutter werden. Das hier begräbt all unsere Ambitionen. Nein, nein, das kann nicht sein. Wo ist Cäsar? Er ist jetzt in Alexandria. Er wird schwer bewacht, also gibt... Bringt uns zu ihm. Wir kommen zu Cäsar. Und wenn wir durch die Kanalisation des Palastes kriechen müssen. Hey, bist du krank im Kopf? Herr,
Monster. Wow. Wow. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Thank you.